Hallo und herzlich willkommen im Monatsrückblick Mai 2023. Es gibt ein altes Zitat und das bedeutet, Mai ist mehr. Und genau das trifft auch hier im Mai 2023 bei Missio Mittelstand zu. Wir hatten wieder unseren legendären CEO Day. Liebe Leute, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Denn genau wenn ich davon rede, dann gehen bei mir hier die Haare hoch. Ja, Gänsehautfeeling wie ein AC/DC-Konzert. Über 400 erfolgshungrige Partnerbetriebe von Missio Mittelstand versammeln sich an einem einzigen Tag und arbeiten an ihren individuellen Heldenreisen. Ich habe einen wahnsinnig tollen Vortrag gemacht. Wir hatten Daniel Slotin auf der Bühne, wir haben Nina auf der Bühne gehabt und den Christoph Wasemund. Ja, am Ende des Tages, jeder CEO, der bringt jeden Partnerbetrieb so sehr in die Motivation. Warum in die Motivation? Denn Motivation ist ja nichts anderes. Lateinisch movere, bewegen, auf ein Motiv, auf ein Ziel. Die werden wieder mental geschärft, ihre Klänge, dass sie wieder Lust haben auf Leistung. Das bedeutet, jeder braucht hier und da mal wieder so einen kleinen Schub, einen positiven Kitter, also einen Kick into the ass. Und genau den gibt es gepaart mit richtig guten neuen Wissen. Die besten Strategien für das Jahr 2023 auf unserem CEO Day. Und abends haben wir immer wieder eine Get-Together-Party mit allen drum und dran. Also ein bisschen wie so ein Klassentreffen, eine tolle Gemeinschaft. Also wenn du mal dabei sein willst, kannst du hier auf den Link klicken, trage dich ein und dann können wir genau darüber sprechen. Und dann haben wir wieder einen neuen Imagefilm gedreht, aber so viel drüber verraten, denn der wird ja erst noch veröffentlicht und ich muss euch sagen, den haben wir wieder mit Daniel Slotin gemacht, so viel schon mal vorab. Und ihr wisst, ja, unsere Benchmark, diese Hürde, die wir uns selber setzen, auf welchem Niveau wir diese Imagefilme drehen, grenzgenial. Also ich glaube, jeder in der Branche weiß ganz genau, was ich meine, ja. Wir müssen nur mal an unseren letzten Mission Impossible Film denken, nee, Mission Possible, ja, es ist ja möglich, wie wir den deutschen Mittelstand gerettet haben. Und dann, wir haben ja auch die Benchmark der meisten, der besten, der tollsten Webinare. Ich weiß, hier ist gerade eine Folge, wo ich mich selber über den grünen Klee lobe, aber was soll ich sagen? Ich möchte euch ja auch ein ganz klein bisschen diesen Vertrauensvorschuss geben, dass ihr wisst, okay, hey, das, was er predigt, das lebt er auch und so ist es. Denn wir haben wieder etwas Neues ausprobiert, ein Webinar, wie auf einem Live-Seminar. Und das komplett kostenlos. Wir haben eine riesen Bühne bei uns aufgebaut, wir haben eine riesen Regie gehabt, also mit Tamtam und so weiter und so fort. Und das an einem Donnerstagabend, 18 Uhr, über das Thema Systeme, Strukturen, wiederkehrende Abläufe in deinem Unternehmen. Und ich sage euch eins, jeder, der an so ein Webinar, an einen Live-Online-Workshop hier bei mir, bei Missio Mittelstand schon mal teilgenommen hat, der weiß ganz genau, das Wissen, das ich da gratis, for free raushaue, hey, das lassen sich andere verdammt teuer bezahlen. Und bei uns gibt es das umsonst. Und natürlich, es ist live, es ist interaktiv und das Beste komplett kostenlos. Und wenn du beim nächsten Webinar dabei sein willst, kannst du hier unter diesem Video auch auf den Link klicken und dort bekommst du dann deine Anmeldung. Also es lohnt sich dabei zu sein. Und alle, die nicht dabei sind, hey, ihr verpasst was. Und dann war ich mit der Familie auf Mallorca. Wir haben eine kurze Auszeit genommen, sind für 5 Tage über das verlängerte Wochenende kurz auf Mallorca und es war einfach eine tolle Zeit, waren viel unterwegs, haben ein Auto gemietet, über die Insel gefahren und so weiter. So einfach mal ein bisschen die Seele baumeln lassen. Ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig. Es geht ja nicht nur immer drocke, 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 sondern du musst dir hier und da auch mal eine Auszeit nehmen. Das ist wie beim Saunaaufgang, oder nicht? Ja? Also beim Saunaaufgang, da gehst du auch rein und du hältst es nicht mehr aus und dann gehst du raus und was machst du dann? Du erholst dich und dann willst du auch wieder rein. Genauso ging es mir auch nach Mallorca, wieder wilden Spaß, denn wir hatten die Dream Days, das bedeutet unsere Zielsetzungstage, strategische Ausrichtung des Unternehmens. Direkt danach, nach unserem Urlaub mit den Führungskräften von Missio Mittelstand 1 ist Fakt. Das, was wir da, ich würde mal sagen, in stillen Kämmerlein ausgeheckt haben, das lässt Spuren in der deutschen Wirtschaft in den nächsten Jahren. Denn wir sind gerade mitten dabei, diese Dinge umzusetzen. Also freut euch auf den Monatsrückblick Juni 2023.